Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es um das Thema Gewalt unter Geburt. Kein sehr schönes Thema, aber ein sehr wichtiges. Die meisten Menschen da draußen reagieren wahrscheinlich mit Verwirrung und Entsetzen, wenn man den Begriff Gewalt unter Geburt nennt. Und das passt irgendwie nicht zusammen. Eine Frau, die ihr Kind auf die Welt bringen möchte, der wird Gewalt angetan. Bevor ich diese Begrifflichkeit einmal erkläre, wie kommt es eigentlich dazu, Gewalt unter Geburt, muss man aber dazu sagen, obwohl es ein Tabuthema ist, berichten 40-50% der Frauen von einer Art Gewalt unter der Geburt. Und da muss man ansetzen. Es ist ein Tabuthema, aber es kommt häufig vor und man muss darüber sprechen. Die meisten Frauen haben sicherlich vor ihrer eigenen Geburt gewisse Vorstellungen, romantische Vorstellungen, wie es ablaufen könnte, wie es ablaufen soll. Wenn dann aber das genaue Gegenteil eintritt, ist das natürlich extrem traumatisierend für diese Frauen. Diese Traumatisierung kann auch noch Jahre später herrschen. Also immer wenn man auf die eigene Geburt angesprochen wird oder an die eigene Geburt denkt, kommen sofort diese Gefühle wieder hoch, wie es damals war. Und das kann so weit gehen, dass es sogar eine Übertragung auf das Kind gibt, dass man also das Kind in gewisser Weise verantwortlich macht für diese schlimmen Dinge, die dabei unter Geburt passiert sind. Als ich beschlossen habe, dieses Video zu drehen, habe ich einen Aufruf gestartet, dass alle, die schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben oder denen etwas angetan wurde unter Geburt, mir einmal die Geburtsberichte zukommen lassen sollen, dass ich mir die einmal durchlesen kann. Man muss natürlich auch im Hinterkopf haben, dass solche Geburtsberichte sehr subjektiv sind, von Emotionen geladen, also da muss man auch ein bisschen differenzieren. Ich war nicht dabei, ich kann also auch gar nicht über die Kollegen, die da am Werke waren, urteilen. Aber ich wollte mich so auf zwei Dinge fokussieren. Das ist zum einen die medizinisch-fachliche Seite, wie da medizinisch vorgegangen ist, und auch die menschliche Seite. Ich finde, die zwei Dinge spielen einfach bei der Geburt eine Rolle. Und Gott sei Dank waren das einige wenige Berichte, die einfach von beiden Seiten her unterirdisch waren, also ganz, ganz schlecht. Sowohl das medizinisch-fachliche war grauenhaft und sehr, sehr fragwürdig und das menschliche einfach wirklich unterirdisch, sodass ich wirklich Leid empfunden habe mit den Patientinnen, die dort waren, und auch Leid empfinde mit den Menschen, die diesen Beruf ausüben, weil irgendwie scheint es mir, dass sie da ein bisschen fehl am Platz sind und vielleicht über den Berufswechsel nochmal nachdenken sollten. Aber wie gesagt, das waren einige wenige. Bei den meisten Geburtsberichten konnte ich zum Teil das medizinische Vorgehen nachvollziehen. Also da konnte ich schon nachempfinden, was da gedacht wurde oder welche Schritte dort in Erwägung gezogen wurden und warum. Aber da hat oftmals die menschliche Komponente und vor allem die Kommunikation gefehlt, dass einfach den Patienten nicht erklärt wurde, was da jetzt passiert und warum. Und das sind genau die zwei Dinge, die ich jetzt einmal im Folgenden erklären möchte. Ich schaue mir die medizinische Seite einmal an und auch die menschliche Seite. Und wenn man von Gewalt unter Geburt spricht, gibt es für mich auch zwei Komponenten. Das ist einmal eine körperliche Gewalt und auch eine verbale Gewalt. Und die möchte ich jetzt als erstes besprechen, bevor wir dann später zu der körperlichen Komponente kommen. Und ich möchte mich dabei auch auf die mir zugetragenen Geburtsberichte beziehen. Ich werde mir da immer Beispiele rauspicken, ohne da irgendwelche Namen zu nennen, um mich da einfach drauf zu beziehen, um euch diese Beispiele dann näher zu bringen. Das Thema verbale oder auch seelische Gewalt unter Geburt hat mich, als ich die Geburtsberichte gelesen habe, wirklich fast am wütendsten gemacht. Mir erschließt sich einfach der Sinn nicht, eine Frau unter Geburt zu beschimpfen oder ihr irgendwelche Vorwürfe zu machen oder sie zu diskreditieren, sodass sie sich schlecht fühlt und Versagensängste noch bei der Geburt hat. Erschließt sich mir überhaupt nicht. Beispiele wie, jetzt müssen sie da selber durch oder sind ja selber schuld, wenn sie jetzt Schmerzen haben. Sie wollten das ja so, wer A sagt, muss auch B sagen. Und mit das Schlimmste, was ich gelesen habe, ist, dass das Kind ja stirbt, wenn die Frau jetzt nicht mitmacht richtig. Das macht überhaupt keinen Sinn, der Frau solche Vorwürfe zu machen. Also dafür sind die Frauen im Kreißsaal, dafür sind Geburtshelfer da, um den Menschen ja zu erklären, was sie machen müssen, um zu erklären, wie sie vorgehen müssen und wie sie sich jetzt zu verhalten haben, um nicht um da zu stehen, daneben zu stehen und ihr zu sagen, dass sie das gar nicht kann oder es nicht richtig macht. Also das sind so Beispiele, wo ich gesagt habe, okay, die Leute gehören einfach nicht in diesen Beruf und dann sollen sie irgendwas anderes machen, aber jetzt nicht am Kreißbett stehen oder neben der Frau stehen, wenn sie ihr Kind gebären möchte und sie beschimpfen nebenbei noch. Das hat mich wirklich extrem wütend gemacht und macht mich jetzt auch schon wieder wütend. Gehört einfach nicht in den Kreißsaal, gehört überhaupt nicht in irgendeinen medizinischen Beruf, Menschen einen Vorwurf zu machen, weil sie mit einem Leid oder einer Erkrankung oder in dem Fall ja was Positives, einer Geburt, in ein Krankenhaus kommen, da irgendwelche Vorwürfe zu machen und die Frauen schlecht zu reden. Also das Thema ist für mich überhaupt nicht erklärbar, nicht zu entschuldigen und hat überhaupt keinen Platz in jeglicher Form in irgendeinem medizinischen Fachbereich. Und dann sind mir noch zwei Dinge aufgefallen in den Geburtsberichten, die wurden immer wieder beschrieben, das sind eher so Ängste. Das war zum einen die Angst vor Verlust der Selbstbestimmung
und zum anderen die Angst davor, alleine entbinden zu müssen, also alleingelassen zu werden. Die Angst davor, die Selbstbestimmung zu verlieren, das heißt, dass andere für einen entscheiden, wie man denn und auf welche Art und Weise man entbinden soll, ist natürlich sehr, sehr verständliche Angst. Ein Beispiel, was ich gelesen habe, was mich sehr wütend gemacht hat, dass der Frau vorgeschrieben wurde, dass sie doch so bitte ins Bett sich legen soll, auf den Rücken und das Kind bekommen soll. Vielleicht wollte diese Frau aber auch eine Hockergeburt oder eine Wassergeburt oder im Vierfüßlerstand oder im Stehen oder was weiß ich. Es gibt doch so zahlreiche Geburtspositionen. Warum muss man den Frauen denn vorschreiben, wie sie ihr Kind zu bekommen haben? Es gibt auf jeden Fall Gründe, warum man mal die Position wechselt. Das ist auch gewollt. Geburtsmechanik hatten wir vorhin. Das Köpfchen muss ins Becken rein. Und da macht man sich manchmal auch die Schwerkraft zunutze. Und das heißt, wenn die Hebamme sagt, jetzt mal eine halbe Stunde auf die linke Seite legen, jetzt mal 5, 6 Wehen im Vierfüßlerstand verbringen, jetzt mal ein bisschen rumlaufen, dann ist das okay. Dann hat das ja auch den Sinn, die Geburtsmechanik quasi zu nutzen, damit das Kindchen ein bisschen besser durchs Becken rutscht. Aber jemandem vorzuschreiben, sich einfach wie so ein Käfer ins Bett zu legen und nichts mehr zu machen, außer irgendwann zu pressen, das verärgert mich und das ist überhaupt nicht sinn- und zweckhaft und macht überhaupt keinen Sinn auch für die Geburt selbst. Die Angst davor, alleingelassen zu werden unter Geburt, hatte ich auch in ein paar Berichten gelesen und ist auch komplett nachvollziehbar. Da muss man aber auch ein bisschen unterscheiden, in welchem Abschnitt der Geburt man sich befindet. Eine Frau hat zum Beispiel beschrieben, dass sie quasi, der Muttermund war noch nicht komplett vollständig, er war vielleicht 3-4 Zentimeter und sie hatte jetzt Eröffnungswehen und wurde dann so ein bisschen alleingelassen von der Hebamme. Das kann ich nachvollziehen, wobei es auch so ist, dass während der Eröffnungsperiode die Hebamme einen auch alleine lassen kann. Man muss es nur kommunizieren. Man muss sagen, okay, sie sind jetzt 2-3 Zentimeter vom Muttermund, das muss noch weiter aufgehen. Sie dürfen in die Wanne gehen, sie dürfen rumlaufen, spazieren gehen und wir warten einfach zu. Wenn sie irgendwas brauchen, dann kommen sie zu mir. So eine Eröffnungsperiode kann, je nachdem wie viel das Kind das ist, auch mal ein paar Stunden dauern. Und da muss die Hebamme jetzt nicht unbedingt 6-7 Stunden neben der Frau spazieren gehen, um zu gucken, dass der Muttermund sich eröffnet. Aber das muss man eben auch der Frau mitteilen. Ein anderer Fall ist es, wenn es wirklich unter Geburt kommt, zur Austreibungsperiode, die Frau muss jetzt pressen und da gehört für meines Erachtens jedenfalls immer jemand daneben, der anleitet, der sagt, was sie machen muss, in welcher Position, wann sie atmen muss, wann sie wirklich pressen soll, in welche Richtung sie pressen soll. Da jemanden allein zu lassen, das finde ich fast schon fahrlässig und soll auf keinen Fall in irgendeinem Kreißsaal dieser Welt passieren. Passiert immer mal wieder, gerade wenn mehrere Frauen unter Geburt sind, in ganz großen Häusern zum Beispiel und die Hebammen unterbesetzt sind. Das ist ein großes Politikum, möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Jedenfalls ist es so, dass eine Hebamme in der Austreibungsperiode, also unter den Presswehen, neben die Frau gehört. Das war der erste Teil zum Thema Gewalt unter Geburt. Hier so ein bisschen beschrieben die verbale oder auch seelische Gewalt, die man Frauen unter Geburt antun kann. Im nächsten Teil geht es dann um ein ganz großes Thema, die körperliche Gewalt unter Geburt aus medizinischer Sicht und auch so ein bisschen aus Patientensicht beschrieben. Also auf jeden Fall dranbleiben und den zweiten Teil jetzt gucken.